Begriffe, die euch unklar sind, einmal mit Textmarker. Wir klären die gleich im Anschluss. Es ist weg. Und hast du es gefunden? Nein, es ist weg. Echt? Ja. Vielleicht wurde es geklaut. Ja, wer denkst du, wer es war? Ich weiß es nicht. Wie werden die dargestellt? Nele, dir fällt bestimmt was ein. Fangen wir mit Heinz an. Ne? Direkt erster Abschnitt. Vielleicht noch mal kurz überfliegen. Da gibt es garantiert einige Begriffe. Nele. Ja, Heinz fühlt sich sehr cool. Mhm, genau. Woran erkennst du das? Wird das auch irgendwie äußerlich ausgedrückt? Ich glaube, sie war's. Sie? Warum sie? Es kann doch jeder andere gewesen sein. Du weißt doch, wo sie herkommt. Hä? Warte, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mein Portemonnaie geklaut hat. Wer? Sie. Was? Sie. Nein, ich glaub das nicht. Doch, sie geht gerade alleine zum Kiosk. Du weißt doch, wo sie herkommt. Habe ich euch gesagt, das hat sie von meinem Geld gekauft. Achtung, eine Durchsage. Michelle aus der 9D, bitte ins Sekretariat. Danke. Du suchst dein Portemonnaie, oder? Ja. Das wurde gerade abgegeben von der Linda. Ist das deins? Mhm. Danke. Ja, bitteschön. Tschüss. Schaut bitte als nächstes Mal in Zeile 21. Mir leid, dass ich dich beschuldigt habe. Und danke nochmal, dass du mein Portemonnaie abgegeben hast. Kommst du später noch mit Basketball spielen? Hä? Ich dachte, du willst nicht mit mir spielen, weil ich von einem anderen Land komme. War nur ein Witz.